Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Station der Orgelrätselreise durchs Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Ich bin Dekanatskantor Johann Lieberknecht und stelle Ihnen heute dieses Instrument vor. Noch zur Auflösung der letzten Folge, da waren wir in der evangelischen Kirche in Bad Endbach. Unsere heutige Orgel hat insgesamt 10 Register, 6 davon fürs Manual. Ich beginne mit der leisen 8-Fuß-Flöte gedackt. Ich nehme einen leisen 4-Fuß dazu, auch eine Flöte, dann wird es etwas voller, aber nicht unbedingt lauter. Eine Stufe lauter wäre das Prinzipal 4-Fuß-Register. Und noch eins obendrauf wäre der 2-Fuß. Jetzt ziehe ich noch ein Zwischenregister dazu, das Töne eingibt, die im Obertonbereich sind, die man gar nicht bewusst wahrnehmen kann, aber die eine runde Klangfärbung ergeben. Und zum Schluss kommt unsere Mixtur obendrauf, das ist unsere Klangkrone. Im Pedal haben wir 4 Register, das tiefste ist unser Fundament, der Subbass 16 Fuß. Der ist allein etwas schwach, deswegen nimmt man meistens den Prinzipal 8 Fuß dazu. In dieser Orgel haben wir auch einen 4 Fuß Oktavbass, der klingt so. Und wir haben sogar am Pedal hier eine Mixtur, das ist unsere Klangkrone. Und wir haben eine Pedalkoppel, damit kann ich die Register vom Manual nach unten übertragen und das klingt dann so. Wir sehen hier im Inneren der Orgel die Rückseite des Spieltisches. Diese Mechanik hier überträgt die Kraft von der runtergedrückten Taste zu den Ventilen der Pfeifen. Das ist die sogenannte Traktur. Die besteht aus Leisten und Winkeln und Ecken, die aus Holz und Metall sind. Die Bewegungsrichtung dreht sich dabei um. Wenn die Taste runtergedrückt wird, dann gehen diese Abstrakten hier nach oben. Und so wird das Ventil freigeschaltet, die Luft kann in die Pfeifen strömen und der Ton erklingt. Wir sehen das Gleiche jetzt von der anderen Seite aus, und zwar vom Spieltisch gesehen. Ich habe die Abdeckung dahinter mal entfernt und wenn ich jetzt hier die Tasten drücke, dann sieht man, wie sich die Mechanik dahinter bewegt. Das war's von mir, von hier für heute. Sie hören gleich noch meinen Orgelschüler Manuel Böhm mit einem Schlussstück auf der Orgel, der mir heute auch bei den Dreharbeiten geholfen hat. Wenn Sie wissen, wo dieses Instrument steht, schreiben Sie uns wieder eine E-Mail an die eingeblendete Adresse und mit ein bisschen Glück können Sie wieder was gewinnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie musikalisch.